Ja, im ersten Moment bin ich wahnsinnig enttäuscht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann auf meine Leistung gucke, muss ich sagen, war jetzt nicht so ein Tag, wo du sagst, da hast du dein bestes Tennis ausgepackt, aber ich fand, ich habe phasenweise sehr gut gespielt und ich hatte das Gefühl, dass sie einfach in den wichtigen Momenten eine noch bessere Antwort hat. Und ich bin aber so mit meiner Leistung sehr zufrieden. Also ich muss es mir auch nochmal anschauen in der Videoanalyse. Ich habe im ersten Satz fand ich ein paar Chancen gehabt. Da hätte ich einfach mehr draus machen müssen. Aber hinten raus bin ich immer besser geworden. Und wenn ich mir anschaue, wo ich herkomme, dann muss ich mit sowas wirklich bombig zufrieden sein. Aber man will halt dann trotzdem gewinnen, ja. Und am Ende, ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, dass ich da enttäuscht bin nach sowas und ich sage, ja, super Match, ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und auf das lässt sich auf jeden Fall super aufbauen. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit die Enttäuschung, weil von der Leistung her an sich brauche ich nicht enttäuscht sein, aber es ist auch selbst nach dieser langen Verletzungszeit einfach so gewesen, es hat so Spaß gemacht, vor den Leuten zu spielen und auch gut, ich habe auch gut gespielt, fand ich. Das ist einfach, ich hätte einfach gern noch ein Match dort gespielt und noch eins. Und ich glaube, das ist das auch, wo ich dann so enttäuscht bin, dass ich einfach ja, jetzt sozusagen nicht mehr hier spielen darf dieses Jahr. Und ich freue mich aber auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn ich wieder hier spielen kann in der Arena.